Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs. Und heute sind wir ein bisschen rausgefahren aus der Stadt, und zwar in schöne Kernen im Remstal, ins Weingut Karl Heidle. Da wollen wir einen Mann treffen, der ist ein bisschen außergewöhnlicher Winzer, und das ist er, Moritz Heidle. Moritz, grüß dich. Grüß dich, Günther. Moritz, ich fasse mal zusammen, warum ich sage, du bist ein bisschen außergewöhnlicher Winzer. Ich habe mir mal deine drei Leidenschaften ein bisschen durchgelesen. Das eine ist Arbeiten in der Natur, Wein natürlich. Das zweite ist Hip-Hop in allen Facetten, und das dritte ist Rap. Wie kommt so eine Mischung? Wie passt das alles zusammen? Ja gut, der Weinbau ist Familientradition bei uns, und Hip-Hop und Rap gehört ja zusammen, oder ist ja ein Teil, Rap ist ja ein Teil von Hip-Hop. Und ja, das sind halt meine Hobbys, die mich halt irgendwie über meine Freunde oder ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin. Aber ich denke mal, du wirst jetzt einen ziemlich stressigen Job auch haben. Du hast ja das Weingut hier 2014 auch übernommen. Hat man überhaupt noch Zeit für solche Hobbys dann auch nebenbei? Ja, mittlerweile nimmer so viel. Man muss die sich dann schon nehmen. Es sind halt viele, man arbeitet unter der Woche den ganzen Tag eigentlich ganz normal. Und dann hat man viele Veranstaltungen am Wochenende, deswegen fehlt dann schon oft die Zeit für sowas. Also das heißt, so dieser Rap-Kessel-Champion, den würdest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Das war so eine Spontan-Rap-Veranstaltung, die du mal mitgemacht hast in Stuttgart. Ja. Ich glaube, so weit wird es nicht mehr kommen, oder? Ja, schwierig. Also ich habe danach auch noch bei ein paar Battles mitgemacht, aber bei zwei bin ich zu spät gekommen zur Anmeldung und beim anderen ganz zu spät, weil Veranstaltungen waren, und deswegen klappt das nicht mehr immer halt. Das heißt, du bist schon vom Rap ein bisschen zurückgetreten, aber zur Ablenkung gibt es immer noch die Malerei. Und da bist du ein bisschen so Graffiti-mäßig unterwegs. Genau. Ja. Machst du das immer noch regelmäßig, oder wie kann man das vorstellen? Ja, regelmäßig ist immer schwierig, aber ich versuche schon. Also wir sind so eine kleine Crew von vier Leuten und versuchen uns dann gegenseitig immer wieder ein bisschen in den Arsch zu treten, dass man sich die Zeit auch nimmt. Und weil manchmal, wenn man dann schon ein freies Wochenende hat oder einen freien Tag hat, dann bleibt man auch mal gerne auf der Couch liegen. Und dann müssen wir uns immer gegenseitig motivieren, dass wir mal wieder malen gehen. Weil meistens machen wir das zusammen und eigentlich selten alleine. Aber es kommt schon vor. Also ja, es gibt mit Sicherheit Sprüher, die regelmäßiger malen gehen, sage ich mal. Aber wir, ja, ich wünschte, ich könnte sagen, einmal im Monat, aber das haut leider nicht hin. Es ist eher so, ja, alle paar Monate mal. Aber ja, es wird leider immer weniger, aber wir bleiben dran. Und was besprühst du? Wo bist du tätig damit, mit dieser Graffiti-Arbeit? Da gibt es legale Flächen, die von der Stadt freigegeben sind. Das sind meistens Unterführungen unter der Schnellstraße oder so. Und ja, da kann man dann malen, aber da muss man halt dann immer über andere Bilder drüber gehen und muss dann halt fürs Foto malen, weil wenn man sein Foto gemacht hat, kann halt auch sein, dass ein paar Tage später schon jemand anderes drüber gemalt hat. Jetzt ist ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, die Familie eher aber in der sportlichen Linie unterwegs gewesen. Dein Opa, der 49 hier das Weingut gegründet hat, der war Turner, wäre fast zu den Olympischen Spielen gekommen. Der Papa Marathonläufer, und du so in der kreativen Phase und wolltest auch nicht unbedingt Winzer werden. Du wolltest Kfz-Designer werden. Wie waren denn da die Reaktionen drauf von der Familie? Ja, eins meiner Talente als, oder schon frühen Talente als Kind war eigentlich, dass ich immer gut malen und zeichnen konnte. Und meine Mutter oder meine Familie hat das auch immer sehr unterstützt und mich da gefördert in der künstlerischen Laufbahn sozusagen. Und ja, ich habe immer gern Autos gemocht, vor allem natürlich die hier in Stuttgart gebaut werden oder aus Stuttgart sind. Und deswegen hatte ich irgendwann die Idee, dass ich Autos auch gern designen würde, weil mich das schon immer fasziniert hat. War dann der Zwang trotzdem von der Familie da, dass du dann trotzdem in die andere Richtung gegangen bist? Oder wie kam dann einfach dieses Umdenken auch, dass du dann gesagt hast, jetzt gehe ich aber doch in den Weinbetrieb? Ja, die Familientradition wollte ich eigentlich noch nie, dass die jetzt wegen mir abbricht oder so. Ich wollte schon, dass das irgendwie weiter bestehen bleibt. Weil es sind ja schon doch ein paar Jahre, und mein Vater hat es auch recht bekannt gemacht und berühmt. Und es wäre halt schade, wenn es nicht fortgeführt worden wäre. Und deswegen hatte ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Aber eigentlich war der Wunsch schon größer, in die grafische Richtung zu gehen. Dann habe ich aber gedacht, ich probiere jetzt einfach mal ein Jahr in Praktika beide Seiten aus. Und du warst, glaube ich, in Australien, Kalifornien und Frankreich und so? Genau, ja. Wobei die beiden, also Kalifornien und Frankreich war erst später, das war erst nach der Ausbildung. Vor der Ausbildung habe ich schon ein paar Praktika in Deutschland gemacht und das in Australien. Und dann habe ich Ausbildung gemacht und dann Studium. Und im Zuge vom Studium war ich dann in Kalifornien und noch in Frankreich.
Wie viele Einflüsse nimmt man dann so mit aus solchen Ländern? Oder wie viel kann man auch mitnehmen für den heimischen Wein hier? Schon viele. Also ich bin der Meinung, dass das absolut wichtig ist in der Karriere, dass man viel rumkommt. Das muss nicht immer das Ausland sein, aber natürlich sind im Ausland nochmal die Herangehensweisen und auch die Ansichten vom Wein ganz anders. Die Australier gehen völlig anders mit Wein und auch mit der Weinproduktion als jetzt die Franzosen oder so. Okay, Moritz, dann würde ich aber sagen, jetzt haben wir schon so viel über Wein gesprochen. Das wollen wir natürlich auch ein bisschen Wein kennenlernen. Wir werden gleich nochmal umziehen hier aus den Weinbergen, dann auch runter in den Weinkeller von Moritz. Und dann wollen wir mal schauen, was du hier so umgestellt hast und was du für Weinsorten uns anbieten kannst. Bis gleich nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück zum Stadtgespräch. Mein Gast heute ist Moritz Heidle, Winzer, Rapper, Hip-Hopper, Graffiti-Sprayer. Dafür haben wir schon im ersten Teil ziemlich viel gesprochen, Moritz. Und wir haben auch erfahren, 2014 hast du das Weingut übernommen vom Papa hier. Der Papa ist immer noch aktiv, ist immer noch beratend dabei. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viel spricht er noch mit rein oder wie viel nimmst du auch selbst noch mit an? Ja, also der ist schon eigentlich noch, also der ist noch tagtäglich hier, Vollzeit. Wenn man so will, der unterstützt mich im Büro, hält mir den Rücken frei und wir entscheiden eigentlich schon das meiste gemeinsam. Wenn ich meinen Willen durchsetzen will, dann mache ich das manchmal, aber in der Regel höre ich schon auch auf seine Meinung, weil also wir sind eigentlich auch nie so, dass wir jetzt komplett verschiedene Meinungen haben, nur manchmal sieht der eine halt mehr Potenzial oder mehr Möglichkeiten in der einen Richtung und der andere vielleicht mehr in der anderen Richtung, aber bisher haben wir uns eigentlich immer geeinigt. Wie viel von deiner kreativen Ader kann man eigentlich so einfließen lassen in die Weinherstellung? Ja, schwierig. Also viele Leute sagen immer, man könnte sich das so ausleben. Und ich finde das eigentlich so mega kreativ ist es gar nicht, weil man ist vielleicht kreativ, in welchen Weine man machen will oder was für ein Ziel man hat, wie man sich so ein bisschen darstellen will oder welche Weine man produzieren will, welche Weine man zeigen will. Aber an sich ist es ein Naturprodukt und wir lassen der Natur da ziemlich freien Lauf. Und unsere Philosophie ist es eigentlich, da relativ wenig einzugreifen. Dennoch muss man ja auch Entscheidungen treffen, wenn man dann so einen Betrieb auch übernimmt, so einen Familienbetrieb. Du hast mir vorhin erzählt, du hast dich dann ein bisschen zurückgezogen auf zwei Rebsorten, auf den Limberger und auf den Riesling. Was war dann der ausschlagende Grund dafür? Ja, also Riesling ist traditionell bei uns, erstens mal in Städten, im Dorf bei uns ist Riesling schon immer die wichtigste Rebsorte gewesen und Stetten ist auch bekannt für seine Rieslinge und so war auch mein Vater früher bekannt für seine Rieslinge. Deswegen ist der Riesling mit mittlerweile 50% auf jeden Fall die wichtigste Rebsorte für uns. Und dann war mein Vater aber beim Deutschen Rotweinpreis in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich oder vielleicht sogar in den letzten 30. Sehr erfolgreich und da hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir halt viel Erfolg mit dem Lemberger hatten. Mein Vater hat 7-mal den ersten Platz gewonnen mit dem Lemberger und deswegen ist das so ein bisschen das zweite Standbein. Wenn es dann um Rotwein geht, dann ist bei uns Lemberger das Wichtigste. Wie viele Pokale hast du schon nachgelegt? Ja, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel. Wobei ich habe noch keinen richtigen Rotweinpreis so alleine gewonnen, sag ich mal. Ich habe einen gewonnen, aber den habe ich eigentlich nur zur Hälfte zu verantworten, deswegen zählt das nicht. Aber wir haben dafür international mehr Aufmerksamkeit und bekommen mittlerweile oder haben letztes Jahr Punkte bekommen von Robert Parker, worauf ich sehr stolz bin. Okay, das ist so ein Punktesystem, das geht, glaube ich, bis 100. Ne? Genau, wenn man so über 90 liegt, ist es schon ziemlich außerordentlich guter Wein. Ist das richtig? Ja, und wir hatten, der Pulvermecher hatte 93 und ich weiß gar nicht mehr auswendig, ich glaube, der Häder Riesling auch. Und also es war alles so um die 90 knapp drüber und ich glaube sogar der Pfeffer hatte, ich weiß nicht mehr, ich will nicht lügen, aber ich meine, der hatte 91 Punkte. Okay. Und das war schon für einen Wein in der Preisklasse, hat mich das sehr gefreut. Das ist ja auch wahrscheinlich Voraussetzung ein bisschen, ihr seid im Verband der deutschen Prädikatswinzer auch mit drin. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist das dann so eine Auszeichnung für das ganze Weingut? Muss man bestimmte Kriterien erfüllen, um das dann auch jährlich zu bekommen oder dabei zu bleiben? Ja, also es wird da schon, im VDP wird regelmäßig die Qualität überprüft. Auch die großen Gewächse, das sind ja unsere Top-Weine, die werden jedes Jahr vor der Füllung eigentlich in der Blindverkostung geprüft und da wird da schon gecheckt, ob die Qualität stimmt. Und dann geht es natürlich auch ums Image vom Weingut und ums Renommee.
Das ist immer, da gehört eigentlich, das wird das große Ganze ein bisschen betrachtet. Und da muss, wird schon auch darauf geachtet, dass das auch gut bleibt. Wie siehst du den deutschen Wein momentan? Also ich kenne ja viele Freunde von mir, die auch gerne mal einen Wein trinken, auch Rotwein, auch einen Weißwein. Man schielt immer noch so ein bisschen nach Italien, nach Frankreich, vielleicht eher so in diese klassischen Länder. Wo steht denn momentan der deutsche Wein? Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir haben jetzt die letzten 2-3 Jahre erst so richtig angefangen mit dem Export. Aber ich weiß von den Kollegen, dass der deutsche Wein momentan eigentlich relativ, also sehr gut dasteht. Und wenn man das so betrachtet, ist vor allem auch Riesling sehr gefragt international, weil es halt doch ein bisschen eine frischere Rebsorte ist, frischere Weine gibt, die aber auch das Terroir super widerspiegeln und eine sehr schöne Tiefe haben können. Also Riesling ist halt sehr vielseitig. Und was viele Leute nicht wissen, dass so vor circa 100 Jahren, ganz genau kann ich es auch nicht sagen, ich bin historisch jetzt nicht so bewandert, aber waren eigentlich die deutschen Weine mal viel teurer und wertvoller als die Bordeaux zum Beispiel. Und das hält heute eigentlich keiner mehr für möglich, aber da denke ich, hat vor allem der VDP vielleicht auch sein Ziel drin, dass wir da wieder international mithalten können mit den anderen. Und wir sind ja, glaube ich, auf dem besten Weg. Nur der Deutsche selber, der denkt immer, dass bei uns zu viel regnet und zu kalt ist. Wie groß ist denn trotzdem der Spagat? Jetzt, ihr müsst ja natürlich Prädikatsweine natürlich irgendwo auch herstellen. Es sind aber auch noch ökologische Einflüsse oder Vorgaben, die vielleicht auch noch kommen. Ihr wollt umstellen auf vollkommenen Ökobetrieb hier auch ein bisschen. Wie schwierig ist das Ganze? Habt ihr schon? Ja, wir haben 2014 umgestellt mit dem kompletten Betrieb, also die komplette Rebfläche bei uns. Alles wird biologisch bewirtschaftet seit 2014 und seit 2017 sind wir jetzt quasi zertifiziert, also nach 3 Jahren Umstellung. Und ich finde eigentlich eher, dass das Hand in Hand geht mit dem Qualitätsgedanken. Also das eine bestätigt das andere eher. Es ist jetzt nicht so, dass sich das im Weg steht, meiner Meinung nach. Okay, Moritz, ganz kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Wenn du vielleicht eure Weine einmal definierst, vom Geschmack her, wie würdest du sie denn mit so 2-3 Worten vielleicht aussagekräftig beschreiben können? Schwierig. Also mit 2-3 Worten kann ich es nicht sagen, aber ich finde, wir haben für jeden Anlass eigentlich einen guten Wein und das ist viel wichtiger, weil ich finde, es gibt nicht immer den guten Wein, der immer gut ist. So, ich finde, der Anlass entscheidet, welchen Wein man aufmachen sollte. Und da finde ich, dass wir eigentlich relativ gut aufgestellt sind, dass für alles, was dabei ist. Okay, wir beide, das hast du mir versprochen, werden jetzt noch ein bisschen Wein trinken. Da laden wir es jetzt leider nicht mehr dazu ein, denn das war es auch schon heute wieder fürs Stadtgespräch. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie nächste Woche mit dabei wären. Und vielleicht gibt es dann auch noch einen Ausblick, wie es denn war, das Weingelage. Tschüss.